Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier im hohen Norden bei einem Mercedes-Händler und haben uns in der letzten Folge dieses Geschoss hier gekauft. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt ein paar schöne, auch durchaus schwere Transporte damit machen können. Ja, gehen wir mal ins Auftragsmenü, Frachtmenü. So, wir stehen in Rovaniemi und gucken mal, was wir hier an Aufträgen haben. Das sind eher kleine. Okay, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Nach Schweden, Finnland ist gut. Uppsala. Lettland. Ne, wir bleiben mal hier in Finnland. Transportieren wir halt das da. Oder wir fahren in den Nachbarort nach Kemi. Da waren wir halt auch noch nicht. Wir nehmen das. Auf geht's. So. Please start the engine. Please start the engine. So, wir sind schon beim Händler. Da ist frei. Biege nach links ab. Da ist auch frei. Und da müssen wir nachher nach rechts. Immer geradeaus. Ja, aber nicht, wenn rot ist. Nicht, wenn rot ist. So. Ja, jetzt fahren wir zweimal Mercedes hintereinander. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Aber es war einfach, da gab es jetzt ja das mit Mercedes Tuning Pack. Und da wir aufgrund irgendeines Updates eh nach Köln zurückversetzt worden sind, ich gedacht, dann starten wir einfach. Und dann links abbiegen. Starten wir einfach mal hier im Norden, indem wir hier bei einem Händler kaufen. Hier endet es. Upsala, falsche Taste gedrückt. Ja, da müssen wir hin. Auftrag annehmen. Der da hinten ist das. Es ist jetzt natürlich ein bisschen arg groß für die Ladung, die wir da haben. Aber so ist es halt, ne? Hoppala. Die Geräuschkulisse war nicht so gut. Ja, da ist die Zugmaschine fast länger als der Anhänger. Sieht schon merkwürdig aus, muss man ganz klar sagen. Aber gut. Machen wir halbe halbe bei der Länge. Hälfte die Zugmaschine, Hälfte der Anhänger. Biege nach links ab. Mhm. Muss nur gucken, ob frei ist. Links halten und dann links abbiegen. Machen wir. Biege nach links ab. Ja, das Mercedes Tuning Pack. Da ich mal auch noch ein paar andere DLCs, also noch einige
also Lackierung und sonstige DLCs geholt habe. Also Painting-DLCs, genau. Haben wir hier natürlich jetzt noch ein paar Sachen mehr zur Verfügung gehabt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Jo. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Ja, ich weiß nicht, was es für ein Update war, was uns in der letzten Folge wieder nach Köln zurückversetzt hatte. Ich weiß nur, dass wir halt plötzlich wieder dort waren. Aber sind ja jetzt eh eine ganze Weile im Nahen Osten unten rumgefahren. Da können wir auch mal wieder in den hohen Norden gehen. Ist ja auch kein Fehler, ne? Das ist auch kein Fehler. Da müssen wir rüber. Das heißt, wir müssen hinter dem da bleiben. Okay. Ich hätte es gerne eigentlich eher so einen langen Zug wieder gehabt. Es gibt hier in Finnland diese mega langen Anhänger. Davon hätte ich gerne einen gehabt. Oder ein Schwertransport halt. Aber das haben wir natürlich ausgerechnet, einen der kürzesten Anhänger überhaupt. Sieht schon ein bisschen ulkig aus, das muss ich echt sagen. Oh, hallo. Hallo Elch. Naja. Zum Eingewöhnen, dafür haben wir eine lange Zugmaschine. Habe ich das Ding eigentlich? Noch so belegt? Ich glaube ja. Sehr gut. Haben wir das Rad angehoben, das mittlere? Glaube ich, hoffe ich. Können nachher mal gucken. Das waren die falschen Tasten. Ja, ist angehoben, sehr gut. Sehr schön, genau so. Und dann hatte ich das noch richtig im Kopf mit der Belegung. Weil das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Also wir haben schon lange keine solche Zugmaschine mehr verwendet. Weil die halt vom Rangieren her ist sie ungeschickt. Gerade wenn es dann ein bisschen enger zugeht, da ist sie einfach, sie ist nicht wendig. Und der Dreiachser ist von der Zugleistung im Schwertransport her denen hier eigentlich nicht wirklich unterlegen. Deshalb hatten wir schon länger keinen solchen mehr. Aber gucken wir mal. Ansonsten optisch gefällt er mir schon ganz gut. Auch wenn mir die paar PS mehr fehlen, die so die Volvos oder so dann schon haben. Aber ja. Wir dürfen Achtung, 80 fahren, ja. Ja, ja, mache ich. Alles gut. Alles gut. Tadam, tadam, tadam. Ich weiß nicht, ob es noch Auspuffanlagen für den Actros gegeben hätte. Wenn es eine normale Maschine gewesen wäre, hätten wir vielleicht auch noch gucken können, ne? Aber zu spät. Wir haben uns jetzt so eine große geholt. Demnächst rechts abbiegen. Ja.
Machen wir. Geradeaus können wir eh nicht. Biege nach rechts ab. Da hat irgendjemand das Schild umgefahren. Ich war es nicht. Ich war schon lange nicht mehr hier. Bin unschuldig. Absolut unschuldig. So, was transportieren wir überhaupt? Gar nicht drauf geachtet, nur wohin es geht. Also wir haben noch eine Fahrzeit von 9 Stunden vor uns. Okay, das werden wir in der heutigen Folge nicht schaffen. Und transportieren Altkunststoff. 3 Tonnen. Für 3 Tonnen Altkunststoff bewegen wir eine solche Zugmaschine hier. Okay. Ja, das nennt man Verschwendung. Da hätte jeder Sprinter oder sowas getan. Und hätte nicht unbedingt ein Schwertransport sein müssen, ne? Naja, egal. Wir haben den Auftrag jetzt, wir müssen den jetzt abliefern. Zugmaschine hin oder her. Ich kann ja nicht spontan wechseln oder so. Die ist mir ja fest zugeteilt. Wäre natürlich auch noch was, wenn man dann so eine quasi eine kleine Spedition halt. Mal eine kleine Spedition hat man ja, aber wo halt dann auch einfach die LKWs auf dem Parkplatz stehen, die nicht gerade unterwegs sind. Und man quasi dann spontan den einen oder anderen halt wählen kann. Je nach Auftrag. Also man halt auch draußen rumläuft und dann halt einsteigt. Das wäre natürlich auch nochmal richtig schick. Aber ja, aussteigen ist halt nicht vorgesehen hier im Euro Truck Simulator 2. Ich weiß nicht, ob sowas vielleicht im Dreier mal irgendwann kommt, wenn der mal irgendwann kommt. Momentan sieht das ja erstmal zumindest noch nicht so aus, weil die hauen ja noch einen Haufen DLCs raus. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es so schnell keinen Euro Truck Simulator 3 geben wird. Was ich persönlich auch nicht schlimm finde, ehrlich gesagt. Also ich fahre dem 2 ja immer noch mega gerne. Ich freue mich immer richtig auf die sonntägliche Aufnahmesession vom Euro Truck und American Truck Simulator. Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und ja, freue mich auch, dass das Spiel einfach immer noch so weiterentwickelt wird. Dass es immer noch Updates gibt. Dass immer noch neue DLCs dazukommen. Und halt auch immer neue Funktionsupdates noch, ne? Also das ist halt auch am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nachhaltigkeit bei Spielen. Nimm diese Ausfahrt. Mhm, machen wir. Warum soll man nur nachhaltig sein bei normalen Sachen? Warum nicht auch bei Spielen? Ne? Warum muss man da immer alle 2 Jahre neu entwickeln? Man kann auch einfach das Bestehende pflegen. Und das finde ich schon oft gesagt. Ich finde es einfach eine tolle Philosophie von SCS, dass die auf dem aufbauen, was sie haben, dass sie das weiterentwickeln, dass sie auch jetzt nach 7 Jahren sind es inzwischen, glaube ich, die das Spiel auf dem Markt ist, immer noch kostenlose und recht große Funktionsupdates auch raushauen und kostenlose Erweiterung, also die Karten aktualisieren. Also die Deutschlandkarte wird ja aktuell bearbeitet. Ja, das ist alles kostenfrei, ne? Also wenn da ein Update kommt, dann kostet es die Leute nichts. Und das finde ich toll. Und ja, man, es lohnt sich dann halt auch die DLCs zu kaufen. Das ist auch toll. Ja, mal schauen,
wie sich es weiterentwickelt. Müssen wir mal gucken. Aber das nächste DLC steht ja, ist das schon bitte links halten. Zumindest angekündigt. Es gibt immer noch keinen Termin. Aber es ist zumindest angekündigt. Also meines Wissens gibt es noch keinen Termin. Ich habe es also, wann habe ich das letzte Mal geguckt? Vor ein oder zwei Tagen, glaube ich, da stand immer noch einfach 2019. Immer geradeaus. Ja, immer geradeaus, das machen wir. Jetzt fahren wir wieder durch den hohen Norden. Da steht ein Flugzeug in der Luft. Rechts halten und dann ja. Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir. Ah, jetzt ist es über uns hergeflogen. Okay. Da ist frei. Nimm die Ausfahrt rechts. Das ist eigentlich ein Kreisverkehr, meine Liebe. Keine Ausfahrt. Okay, Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Je nachdem, wie man das so tituliert. Ja, Licht hatte ich nicht an. Ich hatte nur Standlicht an. Böse Falle. Ja, die immer geradeaus. Schwedischen bzw. in diesem Fall finnischen Holzhäuser. Habe ich gestern auch noch eine Doku drüber gesehen, wie die hergestellt werden. Die werden anscheinend ja auch in Deutschland immer beliebter. Also fertig, die schwedischen fertig. Häuser und ja, weil sie einfach eine sehr gute Wärmedämmung haben und sie sehen halt optisch auch richtig schön aus, aber sind natürlich nicht ganz billig. Und die haben auch einige Sachen gezeigt, wie jetzt zum Beispiel anders ist als wie bei deutscher Bauweise. In Deutschland werden zum Beispiel die Fenster eingeschäumt. Also mit so Montageschaum montiert, während sie in Schweden tatsächlich mit einer doppelten Dichtlippe versehen werden. Also so einer richtig breiten Gummilippe, die vorne und hinten am Fenster dann jeweils nochmal eine Abdicht, also richtig abdichtet. Ist dann natürlich schon mal ein Unterschied, ne? Deswegen haben die dann auch entsprechend hohe Wärme, also was sind das für Energieeffizienzklassen, so. Und halt entsprechende Isolierung. Also es schon war sehr interessant. Das sieht man, also so gucke ich immer mal ganz gerne mal wieder so Dokus auf YouTube. Gibt es manche sehr interessante Sendung. Das macht dann schon Spaß. So, jetzt sind wir aufgelaufen. Jetzt können wir nicht weiter. Und wir haben noch 6 Stunden vor uns. Machen wir einfach. Überleg gerade, ob wir einfach ein bisschen länger machen. Wobei. Ne, machen wir nicht. Das wären dann wieder so mega lange Folgen. Am Kreis.
Kreisverkehr. Deswegen lassen wir das und machen einfach einen Stopp dann ab in der nächsten Folge. Ich sage deswegen mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier unsere Fahrt fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss. Upsala. Bis zum nächsten Mal.